Ja moin Freunde, endlich ist es soweit. Ich habe mir mal die Schweinekeule, die Wildschweinkeule aufgetaut. Diese möchte ich auf dem Grill zubereiten, ein bisschen Raucharoma mit reinbringen. Ich werde Wuchangs von Grillgold benutzen. Hier habe ich ein paar Zutaten. Heute werde ich die Keule marinieren, vakuumieren und eine ganze Nacht oder so ungefähr, sage ich mal, 12 Stunden bis 16 Stunden ziehen lassen, dass die ganzen Aromen von dem oder die Marinade schön reinziehen kann. Und morgen werden wir uns eine Schale nehmen, da sehen wir alles dann morgen am Grill. Dann kommt da ein bisschen Bier mit rein und da soll dann noch so ein leichtes so ein Verdampfen und dann über der Keule alles morgen. Also das ist am Grill morgen. Ich habe hier ein paar Zutaten vorbereitet. Übrigens, die Keule, ich habe mir die gerade nochmal angeschaut. Richtig tolles Fleisch. Was ich gemacht habe, vom Wildschwein bisher, das waren die Filets. Diese habe ich scharf angebraten. Und dann noch mal im Backofen 15 Minuten bei 140 Grad schön, dass der Saft sich noch mal verteilt. Das habe ich aus dem Wildschweinfilet. Das habe ich gemacht und das war sehr lecker. Das habe ich gewürzt mit den 5 Pfeffer von Steak von Spice World. Das ist genial. Also diese Gewürzmischung hier, also diese Pfeffermischung, die ist richtig fein. Ich hoffe, man kann das sehen. Richtig fein gemahlen und das ist ein Traum. So, wir haben hier jetzt eine große Knoblauchzehe. Das sind ungefähr 3 bis 4 mittelgroße Knoblauchzehen. Da dieser Knoblauch nicht so intensiv ist, habe ich die ganze große Knoblauchzehe genommen. Dazu habe ich, oder nehme ich, wir werden jetzt mal, habe ich gar nicht erwähnt, die Marinade machen. So ungefähr 1,5 Esslöffel Olivenöl. Nimmt Öl, was ihr gerade da habt. Also, dazu möchte ich euch aber auch noch eins sagen. So ein paar Zutaten habe ich aus einem Rezept. Dafür danke. Und ein paar Zutaten werde ich jetzt einfach mal so, wie ich es meine, dass es passt, dazugeben. Hier habe ich eine Zitrone. Die habe ich jetzt schon mal so ein bisschen, da werde ich jetzt eine halbe von nehmen. So eine leichte Säure. Wir werden jetzt wieder so Komponenten nehmen wie Säure, Süße, alles was so halt zusammenpassen soll. So. Was natürlich bei so einem Braten überhaupt nicht fehlen darf, ist Senf. Dazu habe ich hier den, das ist keine Produktwerbung, das ist einfach nur ein geiler Senf von Bautzner. So, da gebe ich 2 Teelöffel mit rein und dann geben wir noch mal einen guten Teelöffel Honig. An dieser Stelle wollte ich mal wieder meinen Onkel grüßen, falls er zuschaut. Danke für den Honig. Immer wieder gern genommen. So. Dann haben wir natürlich diese Pfeffermischung, die ist, ja, die ist einfach nur lecker. Dazu gebe ich dann ja, so einen guten Esslöffel mit rein. So, jetzt wird das Ganze so ein bisschen verrührt, damit die Komponenten sich... Jetzt haben wir wieder hier drin, wie gesagt, schön Senf und Öl und Knoblauch. Ich habe den Knoblauch nicht gepresst. Er soll nicht so dominant sein. Er soll nur leicht... Schaut euch diese Mischung an. Oh, das duftet jetzt so lecker. Was werde ich jetzt als nächstes machen? Ich werde mir die Keule nehmen. Die werde ich in so eine flache Schüssel legen, damit wir hier nicht alles einsauen. Und die werde ich als erstes salzen. Und das Salz, ich habe hier mehr Salz drin, grobes. Schon ordentlich, dass überall was dran kommt.
und dass es schön reinziehen kann. Ansonsten muss man dann morgen eventuell etwas nachsalzen. So, das werde ich jetzt schön einmassieren. Und ich denke, ich werde sogar gleich noch ein bisschen nachsalzen. Als nächstes werde ich dann diese Gewürz oder dieses drüber geben, auch überall einreiben und die ganze Keule mit dieser, ich hoffe, ihr könnt das schön sehen. Also das muss jetzt auch alles schön einmassiert werden. Und dann werden wir Folgendes machen. Der Knoblauch kann ruhig gedrückt werden, damit er so ein bisschen Aromen abgibt. Werden wir das Ganze, so wie das ist, in einen Vakuumbeutel geben, vakuumieren und kühl legen in den Kühlschrank. Und dann, dadurch, dass wir Vakuum ziehen, können diese ganzen Aromen, Knoblauch, Senf und, das kann schön alles ins Fleisch ziehen. Und morgen wird das auf den Grill gelegt. Also ich bin echt gespannt. So. Das war's eigentlich schon. Also so ein paar Zutaten, wo ihr meint, die könnten gut zusammenpassen. Einfach mit alles reingeben, schön einmassieren, vakuumieren. Wenn ihr natürlich jetzt keinen Vakuumierer habt, dann könnt ihr das einfach jetzt in eine größere Schale geben, Deckel drauf, in den Kühlschrank und dann schön, wie gesagt, es muss alles reinziehen. Wenn ihr es sofort auf den Grill packt, dann habt ihr außen halt die ganzen Aromen und innen drinnen, ja, es zieht halt nicht durch. Gut. Der nächste Schritt halt morgen am Grill und dann hole ich euch wieder dazu, erkläre euch die einzelnen Schritte, die wir da machen und dann, ich bin echt gespannt, das wird bestimmt ein Geschmackserlebnis. Also, ich sag mal bis morgen am Grill. Ja Freunde, Tag 2 unserer Wildschweinkeule, gestern haben wir sie eingelegt, heute wird gegrillt, ich habe hier unser Setup vorbereitet und zwar der Aufbau. Links seht ihr beide Kohlekörbe, rechts unten auf dem Kohlerost seht ihr so eine Wanne, so eine Edelstahlwanne. Da kommt jetzt erstmal Bier rein. Und zwar wollen wir die Keule auch etwas, sag mal, dämpfen, schön mit diesem Bieraroma dann, wenn das verdampft. Und wir wollen auch ein bisschen smoken. Also wir wollen ein bisschen anräuchern. Ich habe hier jetzt zwei 0,33er Flaschen. Bier könnt ihr euch nach Belieben aussuchen. So, dann wird das hier zugemacht. Und so, dann nehmen wir uns jetzt die Keule. Die wird indirekt gegrillt. Ich habe die schon versehen mit dem Temperaturfühler. Also vom Geruch her ist das der Wahnsinn hier. So, die Knoblauchstücken, die können, brauchen wir nicht mitgrillen. Die werde ich gleich mal alle abmachen. Wobei, die können auch dranbleiben, die können dem Nachhinein. So, deswegen ist das halt praktisch, wenn man den Knoblauch so grob macht, dann kann man den runterpulen. Das hat jetzt die Aromen abgegeben. So. Die kommt jetzt hier drüber, die Keule, direkt über die Wanne mit dem Bier. Und was machen wir jetzt noch? Wir wollen das ja leicht anräuchern, deswegen wir können entweder Chips nehmen oder die Chunks. Mit den Chunks ist das so, man braucht die nicht wässern, man kann sie wässern, muss sie aber nicht wässern, weil die so groß sind und die geben genügend Raucharoma ab oder die Länge des Rauches wird uns dann reichen. Und wenn man jetzt Chips nehmen würde, würde ich sie bevorzugen zu wässern, so eine halbe Stunde, 25 Minuten. Hier haben wir heute Esche und geeignet ist das halt für Rind, Wild, Fisch und Lamm.
Also, wir werden jetzt zwei Chunks nehmen und diese auf der Kohle platzieren. So, die alte Zange dient nur noch eigentlich als, boah, da geht schon viel Hitze. So, was ich für eine Temperatur haben möchte, ist, wie ihr seht, einmal, zweimal. Jetzt werden wir gleich den Deckel zumachen, fängt das direkt an zu rauchen und das wollen wir ja auch. Alles klar, wir haben soweit alles vorbereitet, Bier in der Wanne, Kohlekörbe indirekt, hier die Keule, Temperaturfühler, ich gehe heute nach Kerntemperatur, ich muss das mal eben erschütteln. Wir gehen heute nach Kerntemperatur, 85 Grad, man sagt so bei Wildschwein zwischen 80 und 85 Grad. Ich werde mal ungefähr so bei 83 Grad will ich das rausholen. Unten habe ich halb offen gelassen. Ich werde gleich noch ein bisschen schließen, also ungefähr ein Drittel offen lassen. Und hier werde ich halt auch ein Drittel offen lassen. Und ich möchte eine Temperatur von 180 Grad. Und dann, wie gesagt, nach der Zeit kann ich jetzt nicht gehen. Da muss ich wirklich gucken nach der Temperatur. Nicht zu lange drauf, sonst haben wir das Problem, dass das Fleisch trocken wird und nicht so lecker ist. Gut, Freunde, ich habe alles erklärt. Wir sehen uns gleich beim Anschnitt und ich werde ungefähr die Zeit stoppen, weil man kann da jetzt nicht sagen, dass man jetzt eine Stunde dafür braucht, weil es kommt immer darauf an, wie schwer und wie groß die Keule ist. Alles klar, wir lassen so ein bisschen rauchen. Rauch kommt schon und Rauch haben wir da. So, sehr angenehmer Rauch von der Esche und wir sehen uns beim Anschnitt und beim Probieren. Ich bin schon super gespannt. So, Freunde, die Keule ist fertig. Die Wildschweinkeule, es duftet. Das ist der Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Die sieht jetzt auf dem Bild etwas dunkel aus, aber ich habe jetzt gerade nicht so tolles Licht. Das Fleisch hat sich so ein bisschen zusammengezogen. Der Knochen, der ist ein bisschen hier dunkel geworden. Ich bin jetzt einfach mal gespannt auf den Anschnitt. Das waren jetzt über eine Stunde 20 waren das. Ich werde jetzt einfach mal ein Stück abschneiden, um euch zu zeigen, wie das von innen aussieht. Wir haben einen schönen Rauchring. Wie gesagt, ich hoffe, man kann das sehen. Und das Fleisch, da, schaut euch mal an, wie saftig das geblieben ist. Ich werde einfach mal ein Stück probieren. So. Also es war auch der Wahnsinn beim Grillen, wenn ich mal draußen war. Allein schon von dem Bier, ach. Leute, Versuch geglückt. Ich habe hier jetzt nochmal die 5 Pfeffer, Steakpfeffer. Da werde ich jetzt so ein bisschen was drüber streuen. Mal damit. Also, geschmacklich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Schweinefleisch ist. Es schmeckt etwas anders. Wir haben eine leichte Schärfe durch den Steakpfeffer. Und aber, ach, die Aromen. Das ist so leicht kross geworden hier oben. Einfach genial. Echt lecker. Wir haben jetzt 81, 82 Grad gehabt. Kerntemperatur. Dazu ein bisschen Rotkraut, ein paar Klöße oder Kartoffeln, Salzkartoffeln. Schade, dass man das jetzt, glaube ich, so nicht sehen kann. Der Saft tritt hier aus, wo das Kerntemperatur drin war. Da läuft alles runter. Und das nach einer Stunde 20. Mega lecker. Ich esse so wirklich richtig das erste Mal Wildschwein. Hätte ich nicht gedacht. Ich hebe es mal hoch. Schaut mal an, wie viel Bratensaft da ist. Also, einfach nachmachen. Mischt euch da was zusammen. Komponenten, die passen. Das hat, die Anleitung habt ihr ja gesehen. Und ich werde das auf jeden Fall wiederholen. Und Wildschwein, für die, die es noch nicht gegessen haben, kein Beigeschmack. Richtig angenehmes, angenehmer Geschmack. Also nicht zu vergleichen mit einer
mit einem Hausschwein. Richtig lecker. So, wird auf jeden Fall wiederholt. Wie versprochen, Rezept, Wildschweinkeule auf dem Grill. Macht's nach, kann ich nur empfehlen. Ich werde mir so ein bisschen Senf noch nehmen und werde das Fleisch genießen. Und viel Spaß beim Nachmachen. Nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video, bis dahin.